Oscar-Preisträger Casey Affleck will in diesem Jahr nicht zur Oscar-Verleihung kommen. Der Schauspieler werde nicht auf der Bühne stehen und Trophäen aushändigen, bestätigte die Oscar-Akademie. Auch eine Sprecherin von Affleck bestätigte, dass der 42-Jährige nicht zur Oscar-Gala kommen wird, gab dafür aber keine Begründung. Hintergrund sind offenbar die Vorwürfe von zwei früheren Arbeitskolleginnen von Affleck, die ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Während der Dreharbeiten zu dem Film I'm Not There hatten eine Produzentin und eine Kamerafrau in einer Zivilklage Vorwürfe gegen den jüngeren Bruder von Hollywood-Star Ben Affleck erhoben und Schadensersatz verlangt. Die Klage wurde damals außergerichtlich beigelegt. Ein Anwalt des Schauspielers hatte die Vorwürfe damals zurückgewiesen. Affleck hatte im vorigen Jahr den Oscar als bester Hauptdarsteller für das Drama Manchester by the Sea gewonnen. Traditionell kehrt der Preisträger im folgenden Jahr auf die Bühne zurück, um die Trophäe für die beste Schauspielerin zu übergeben. Die Oscar-Akademie begrüßte die Entscheidung des Schauspielers. So könne der Fokus ganz auf die Show und auf die großartige Arbeit in diesem Jahr gerichtet werden, hieß es in einer Mitteilung. Die Oscars werden am 4. März in Los Angeles verliehen.